Wundervollst. Guten Morgen YouTube, guten Morgen Instagram, guten Morgen Facebook. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Energie mitgebracht. Ihr seht im Hintergrund, die Sonne scheint so toll rein. Das heißt, ich sehe euch relativ unscharf, weil es einfach wahnsinnig blendet, aber das macht überhaupt nichts. Ihr achtet sowieso auf euch. Wenn ihr Gewichte habt, könnt ihr die gerne dazu nehmen. Ich habe wieder wie immer meine mit Sand gefüllt in Wasserflaschen. Hier aus dem AJ's wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich bin die Mel, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder danach noch irgendwas braucht, ihr könnt jederzeit schreiben, egal wo ihr schreibt, auf Facebook, auf Instagram, per E-Mail, das landet dann eh bei mir. Also, alle Wege führen für mich. Das ist doch auch schön. Also, lasst euch gut gehen, viel Spaß wünsche ich euch. Dann legen wir los. Kräftig. Und mit den Armen so fest und fast.
Setz dich schön tief. Streck schön deinen Rücken. Endspurt, letzte, tiefer. Noch 4, 3, 2 und locker. Wenn du nicht joggen möchtest, dann einfach weiter marschieren, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Wer Gewichte hat, kann jetzt gerne Gewichte mit dazu nehmen. Wer keine hat oder keine nehmen möchte, bleibt mit mir ohne Gewichte. Schön. Versuch schön abzurollen aus deinen Füßen. Jawohl. Ganz gemütlich erstmal. Setz dich tief. 8, 7, 6, 5. Schöner langer Hals. Und wieder locker joggen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Achtung, komm tief. 8, 7. Auf den Fersen. 4, 3. Nochmal joggen. 8. Arme schön mit. 4, 3, setz dich tief. Und hier, der Bizeps schön fest ranziehen. 4, 3, 2, nochmal. 8, 7, 6, wunderbar. 4, 3, setz dich tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3, vorletzte Runde. 4, setz dich wieder tief. 8, 7, 6. Und die letzten 4, letzte Runde. Joggen. 8, 7, 6. Wunderschön. 4, 3. Letztes Mal. Setz dich tief. Und der Bizeps. Schön pumpen. 4, 3. Bleib gleich hier. Dein Gewicht nochmal schön nach hinten auf deine Ferse. Zieh die Arme auseinander und zieh hinten deine Schulterblätter feste zusammen. Jawohl, schön ziehen, komm. Anspannen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Locker joggen. Los geht's, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Bizeps tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jetzt die Arme. Zieh. 7. Fester. 6, 5, 4, 3, 2. Richte dich auf. Wir sind immer noch beim Bizeps. Wenn du Gewichte hast, wähle die so, dass du mit Kraft arbeiten kannst. Wir gehen in Ausfallschritte, aber wir fangen gleich wieder ganz von vorne an. Wunderbar. Wir haben noch 8 Stück, bisschen größer, bisschen tiefer. 7, 6, 5. 4 Stück und wir fangen. Wieder von vorne an. Achtung. Joggen. 8, 7, 6. Wundervoll. 4, 3. Setz dich wieder tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Obere Rücken. 7, feste, 6, 5, 4, 3, 2, Ausfallschritte.
Wunderbar. Vier Stück noch. Schön tief gehen. Und dann lass mal dein rechtes Bein hinten. Jetzt die Arme nach oben nehmen und tief ziehen. Und jetzt hältst du bitte schön unten in den Ausfallschritt. Vorne stehst du auf deiner Ferse, die Zehenspitzen entspannen. Hinten stehst du auf den Zehenspitzen. Die Ferse sind in der Luft. Beide Gesäßhälften sind richtig fest angespannt. Und die Wirbelsäule schön lang. Und jetzt lass mal die Arme arbeiten. Zieh die Ellbogen nach hinten, nach unten. Schön, da bleiben wir noch ein paar Sekündchen. Komm, das schaffst du. Schön tief. Zieh. Zieh. Jawohl. Zieh. Und noch viermal ziehen. Rutsch noch mal ein Stück nach unten. Drei. Zwei. Lösen. Locker. Acht. Sieben. Oh, die Beine locker. Vier. Drei. Zwei. Der Bizeps. Vier. Und der obere Rücken. Acht. Sieben. Jedes Mal ziehst du stärker. Und jedes Mal sitzt du tiefer. Vier noch. Drei. Schön. Wieder im Wechsel. Ausfallschritte. Tief. Hoch. Und schön mit den Beinen hier arbeiten. Versuch mal noch kräftiger zu atmen. Hol dir den Sauerstoff. Entspannt. Vier noch. Und dann bleib mal dein linkes Bein hinten. Geh tief. Schön aufrichten wieder. Und deine Arme auf der Seite. Wer keine Gewichte hat, streck die Fingerspitzen aus und dann feste nach unten. Ganz klein, ganz schnell. Sauber, bitte hier diesen Ausfallschritt halten. Beide Gesäßhälften fest. Vorne bist du auf deiner Ferse. Hinten auf den Zehenspitzen. Wenn hinten die Ferse auf den Boden passt, dann bist du in einem zu kleinen Schritt. Mach ihn groß. Und die Arme schlagen kräftig nach unten. Komm! 7 Sekunden. Nochmal 4 Sekunden. Wir legen ein letztes Mal von vorne los. Die Beine lösen, locker. Oh ja, die Beine sind schwer. Mach ihn noch ein paar Sekunden. Locker die Beine. Schön. 4, 3. Setz dich tief. 4, 3. Obere Rücken. Zieh. Letzte Chance hier. Feste ziehen. Jawohl. Kräftiger. Nochmal. Schieb nochmal dein Gewicht mehr nach hinten. Streck die Wirbelsäule. 4, 3, 2, im Wechsel, Ausfallschritt tief, hoch. Und immer wieder schön, gleichmäßig, dein Gewicht, auf beide Beine. 8 Stück, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und die Beine mal locker. Lass die Füße hüftbreit nebeneinander. Mach die Faust. Gerne mit Gewichte. Geht. Und das Becken hier ist fest. Der Oberkörper. Rechts, links, rechts, links. Und fahr den Arm richtig schön aus. Jetzt darfst du richtig vor der Linken aufschauen.
Schau ganz ernst und immer wieder. Visierst du. So fest es geht, den gleichen Punkt. 7, 6, 5, 4, 3. Doppeltes Tempo. Und jetzt mach fester. Jemand hält dein Becken fest, damit sich nur der Oberkörper dreht. Und dann zieh mal bitte den Bauch jetzt von vorne. Schön kräftig ein. 8, 7, 6, 5, 4. Achtung! Jetzt ganz schnell auf der Stelle laufen. Richtig schön schnell. Mach dich ganz klein. Nütz alle 5 Zehen. Richtig fest in den Boden drücken. Jawohl, es ist nur die einzige Einheit, die hier so lang ist. Auch sonst nur die ganz kleine. Stell die Füße wieder fest auf. Richte dich auf. Und die Arme kreuzen. 8, 7. Fester. 6. Jetzt einziehen bitte den Bauch. 4, 3, 2. Komm tief. Laufen. Schnell. Jetzt 7, 6. Ein bisschen schneller. Ein bisschen lauter. Die dürfen jetzt schon alle aufwachen. Jawohl. 4, 3. Letzte Runde. Komm hoch. Wunderbar. Volle Energie jetzt hier. Weck den Körper auf. Und die letzte. 4, 3. Komm, nochmal tief. Hopp. Und schnell. Feste. Schön fest. Versuch mal den Rücken ein bisschen zu strecken. Ich spüre die Spannung zwischen deinen Schulterblättern. 4, 3. Und aufrichten. Immer mal wieder. Schön öffnen. Du kannst deine Matte schon mal auf den Boden legen. Gerne wieder deine Gewichte. Kannst du nutzen. Leg dein Handtuch ab. Und bitte wieder aufpassen. So abstellen, dass du deine Gelenke schön schonen kannst. Setz dich mit den Beinen nach vorne. Du kannst die Hände mal hinter den Rücken, hinter deiner Wirbelsäule abstellen. Mach das Bein fest und dann hebst du im Wechsel. Rechts und links. Nutz bitte deine Oberschenkel Vorderseite. Prima. Wenn du merkst, es geht hier gar nicht, nimmst du die Hände etwas weiter nach hinten. Aber streck bitte deinen Brustkorb richtig schön nach vorne. Den Punkt, wo du ungefähr eine Fußlänge nach oben kommst. Du hast es bei mir schon gesehen. Als ich nach hinten gegangen bin, ist der Fuß automatisch höher gekommen. Es hat mich aber auch weniger Kraft gekostet. Also such dir den Punkt, wo du vorne schön den Oberschenkel spürst. Immer wieder kommen die Hände wieder ein bisschen näher an den Körper. Die Wirbelsäule ist lang. Gesicht entspannt. Und vielleicht schwitzt ihr auch schon so wie ich. Und ich hoffe, ihr liebt das auch so wie ich. Wenn einfach alle Poren aufmachen. Ich stelle mir das immer wie so ein Detox-Programm vor. Das muss doch für die Haut das Tollste sein. Wenn ihr die Möglichkeit bekommt, allen Abfall rauszuschütten. So, 8 Stück haben wir noch. Komm nochmal, ein bisschen gerader. Vielleicht brauchst du die Arme nicht. Vielleicht kannst du sie ausstrecken zur Seite. Mach nochmal 4 Stück. Schön. Nochmal 3. Nochmal 2. Wunderbar. Absetzen. Komm auf eine Seite. Erstmal in den Seitstütz. Vielleicht kannst du dich noch von gestern dran erinnern. Füße über oder voreinander. Komm nach oben. Jawohl. Erstmal halten wir hier schön. Und dann nimm den Arm mit nach oben und zieh mit dem Arm. Wer ein Gewicht hat, kann hier gerne mit dem Gewicht arbeiten. Wegschieben, ranziehen. Aber es geht um die Eigenspannung. Wenn es hier seitlich nicht geht, auf den
sind, dann bitte auf den Knien, bitte den Hals lang, den Brustkorb weg nach vorne. Sehr schön. Und da darfst du jetzt richtig von deinem Gesicht tropfen. Halt schön durch. Jawohl, jede Seite hat nur die eine Chance. Letzte. 8, 7, 6. Streck dich nochmal. Po fest. 4 Stück. Noch 3. Noch 2. Und setz wieder ab. Dreh dich wieder nach vorne. Streck die Beine wieder aus. Nimm die Arme nach oben. Versuch deine Wirbelsäule richtig lang zu strecken. Und dann heb wieder das Bein. Rechts. Links. Und du kennst die Übung von vorhin. Wenn es gar nicht geht, stütz dich bitte an. Sei mal ganz ehrlich mit dir und vor allem deiner Wirbelsäule. Wenn du jetzt da so ganz rund sitzt, nur damit du die Beine heben kannst, bringt dir gar nichts. Streck den Rücken, stütz dich an. Und egal, ob du die Arme oben hast oder egal, ob die Arme hinten sind, die Übung geht weiter. Du greifst nach der Zehenspitze. Jetzt den Bauch. Einziehen, einziehen, strecken. Einziehen, strecken. Wer die Hände hinten hat, geht genauso. Aber schieb immer hinten. Mit dem Arm nach. Wenn dein Tempo langsamer wird, spielt auch keine Rolle. Das ist für dich. Immer wieder strecken. Immer wieder strecken. Immer wieder strecken. Spür mal dein Becken. Es kippt ein bisschen nach hinten. Jawohl. Schön. Immer wieder strecken. Oberschenkel, Vorderseite, Ellbogen sind schön gestreckt. Jawohl. Haben wir noch 8 Stück. Komm, zieh zur Decke. 7, zur Decke. 8. Wunderschön. 4, 3, 2. Schon wieder vorbei. Wir legen uns zur anderen Seite. Seitstütz. Füße aufeinander, voreinander. Knie am Boden oder in der Luft. Erstmal schön strecken. Mach dich lang. Und dann zieh den Arm nach oben und feste. Ranziehen, strecken. Ranziehen, strecken. Ich rutsch mal wieder ins Bild. Gut. Ranziehen, strecken. Schön. Und jetzt mach dich lang. Streck deine Knie. Schieb das Becken nach vorne. Heb den Brustkorb richtig nach vorne. Und schön ziehen hier. Yes. Drück dich so aktiv weg vom Boden, wie du kannst. Sehr gut. Spür wieder die ganze Energie in deinem Körper. Letzte. 8, 7, 6. 5, 4, 3, schön, 2 und vorbei. Richte dich wieder auf. Stell die Füße vor dir auf. Stütz die Fingerspitze zum Körper einstellen. Füße aufstellen, Becken hoch. Stütz die Gesäßmuskulatur. Etwas ändern. Hoch. Ein Bein strecken. Zweites Bein strecken. Kurz tief. Nochmal hoch. Strecken. Schau mal, dass die Knie auf gleicher Höhe bleiben. Nochmal. Bitte ohne Absätze dazwischen, wenn es geht. Und tief. Nochmal hoch. Immer höher, strecken, strecken und tief, nochmal, hoch, strecken. Ich versuche mal die Arme lang zu machen. Wer hier Probleme mit den Schultern hat, geh so weit du kannst, aber es darf dir nicht wehtun, bitte. Versuch mal der Beweglichkeit deiner Schultern zu arbeiten. Ellbogen gestreckt. Wir haben nur noch 3 Mal.
nächste Mal, komm hoch. Strecke. Strecke. Absätze. Lehn dich zurück. Streck die Arme aus. Handflächen oben. Einmal rechts zurück. Und einmal links zurück. Knie bitte fest und zusammendrücken. Du weißt warum. Beckenboden. Innenseite. Und es hilft dir dabei, einfach noch mehr Kraft vorne in den Bauch zu bekommen. Schön zurück. Jawohl. Und wir kombinieren das hier gleich mit der vorherigen Übung. Wir das wegnehmen müssen. Zwei Stück, eine rechts, eine links. Gut. Letzter. Und dann setzt die Hände wieder ab, Füße näher. Hoch. Strecke. Strecke. Und tief. Nochmal hoch. Gut, gleich weitermachen. Füße nachsetzen. Zweimal noch. Drück dich noch mehr. Hoch. Strecke. Jawohl. Strecke. Ein letztes Mal, am höchsten jetzt, ganz hoch. Strecke, das Bein lang. Und Füße zusammen, rechts. Und links. Wer starke Bauchmuskeln hat, lehnt sich jetzt richtig weit zurück. Und der Arm ist nur dafür da, dir die Bewegung schwerer zu machen. Das ist keine Schwungscheibe hier. Schön, wir haben noch einen Durchgang. Achtung, stütz dich wieder ab. Und das Becken. Hoch. Strecke. Strecke. Tief. Nochmal. Hoch. Ellbogen gestreckt. Fingerspitzen. Zeigen zum Körper. Hoch. Strecke. Strecke. Letztes Mal. Komm noch schön. Hoch. Strecke. Strecke. Arme nach vorne. Rechts. Links. Jetzt sind es die letzten hier. Hör auf deinen Körper. Spür deinen Bauch. Bitte nicht den Rücken. Sonst nimmst du die Arme vielleicht erstmal weg. Die Arme gelten hier nur als Gewicht, um es schwerer zu machen. Vier Wiederholungen. Ja, noch drei. Atmen. Zwei noch. Und der letzte. Schön. Zieh dich wieder hoch. Komm mit den einen Vierfüßler stark. Auf den Händen abgestützt, auf den Knien abgestützt. Rechtes Bein nach oben und hoch. Streck bitte deine Ellbogen. Mach den Körper richtig fest. Schön nach oben drücken, fest. Den Bauch kräftig ein. Gesicht ist entspannt. Halt schön durch. Wir sind schon im Endspurt. Jawohl. Achtung, das sind die letzten acht Stück. Druck, 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 Druck. Vier, drei. Komm in einen Unterarmstütz. Wenn du möchtest, Becken. Ganz klein, rechts, links. Und bei jedem Stütz gilt, fang bitte erstmal sauber an. Wenn der Bauch fest ist, wenn der Rücken einigermaßen entspannt ist, weil alles von vorne angespannt hat, dann kannst du auch in die Kippbewegung gehen. Aber wenn du merkst, dass der Rücken noch mit anspannt, wenn der noch richtig steif ist, dann bleib jetzt im Stütz. 7 Sekunden hast du noch. 6. 5,
4, 3, 2, komm auf die Knie, linkes Bein, hoch, Ellbogen wieder kräftig durchgestreckt, Schultern von den Ohren weg, aktiviere jede Muskelfaser, arbeite schön fest mit dem Po. Hasekönchen, leimen uns noch und benutzen jede Sekunde davon. Letzte! 8, höher, 7, fester, 6, die Ellbogen gestreckt. Nur noch 4, drück dich weg, 3, 2, komm wieder in den Stift. Schön einrichten erstmal. Und wenn du fest bist, das Becken rückt. Links, rechts, links. Und hier wieder sauber arbeiten. Meistens geht es beim zweiten Mal ein bisschen besser. Der Körper reagiert ja viel schneller. Genießt es auch. Versuch dich beim zweiten Mal immer noch mal mehr anzustrengen. Schaffst du? Letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Knie absetzen und dann leg dich auf den Rücken. Für die letzten, die schönsten, stell die Füße an die Wand, langsames Tempo, rechts, Mitte, links, Mitte, schön nach oben ziehen, Pack. Mitte. Wir sind im Endspurt, du kennst ihn. Doppeltes Tempo. Und schön. Von Anfang an drückst du Ellbogen, Knie zusammen. Von Anfang an bleibt die Wirbelsäule schön. Ganze Becken fest auf deiner Matte, damit sich der Oberkörper schön bewegen lässt. Und da arbeitest du jetzt dran. Das ist das Letzte jetzt für heute. Endspurtübung, die du kennst. Versuch jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Zieh den Bauch nochmal aktiv ein. Versuch nochmal diesen Druck aufzubauen. Ellbogen drückt gegen das Knie. Was passiert? Der Bauch lässt sich fester einziehen, da hast du wieder mehr Kontrolle. Und der Rücken bleibt einfach noch schöner auf deiner Matte liegen, ist geschützt, gestützt. Wunderbar, 20 Sekunden bleiben uns noch. Feste! Komm wieder ein Stückchen höher. Streck das Bein. 8, 7, 6. Die allerletzten. 4, 3, 2, lösen. Zieh mal deine Knie ran. Und dann mach mal schöne Kreise hier. Versuch deinem Rücken hier eine kleine Massage zu geben. Dafür bewegst du die Arme richtig kräftig. Große Bewegungen. Jetzt wechselst du die Richtung. Schön mit den Armen arbeiten, dass dein Rücken entspannen kann. Bleib mal in der Mitte, stell die Füße ab. Versuch mal die Arme nach oben abzulegen. Und wenn sie hier ganz gemütlich locker liegen, dann bleiben sie hier. Wenn das nicht geht, leg sie auf die Seite. Ellbogen, Handgelenke und Schultern sollten entspannt sein. Und jetzt schieb wieder das Becken nach rechts, nach links. Der Kopf darf sich auch gerne gemütlich mitbewegen. Schön die
Beine nach rechts, nach links. Spür, wie das Becken und der Brustkorb auseinandergezogen werden. Versuch, an einer langen Wirbelsäule wieder zu arbeiten. Schön rechts, schön links. Und wenn du dann wieder bereit bist, dich über die Seite zu rollen und langsam zum Sitzen zu kommen, richte dich langsam auf. Beweg immer wieder die Schultern nach hinten, nach unten. Gesicht entspannt. Wirbelsäule schön lang. Bauchmuskeln wieder schön gedehnt. Und wenn ihr wieder aufsteht, bitte langsam aufstehen, nicht zu schnell, denk an den Kreislauf. Trink bitte nochmal einen großen Schluck Wasser, damit ihr den Rest des Tages gut versorgt seid. Und dann danke an alle YouTube-Fans fürs Mitmachen.